Die sieben großen Mächte oder die sieben Götter in der Welt von Mushoku Tensei gelten als die sieben stärksten Krieger unter allen Rassen in diesem Universum. Diese Gruppe von Kämpfern entstand nach dem zweiten Menschen-Dämonen-Krieg und ist durch Steinmonumente bekannt, die in Gebieten mit besonders hoher Konzentration von Mana errichtet wurden. Obwohl die Titel innerhalb dieser Elite-Klasse im Laufe der Jahrhunderte nach dem Krieg in Vergessenheit gerieten, hat das System ohne sie überlebt, dass sich die Monumente automatisch aktualisieren, wenn es Veränderungen in den Ranglisten gibt oder zum Beispiel ein Mitglied stirbt. Wie ihr sehen könnt, ist jedes Monument in der Kampfgottsprache mit der Zahl 7 in der Mitte graviert. Die Symbole jeder der sieben großen Mächte umgeben die sieben, beginnen mit dem ersten Rang direkt über diese Zahl. Von hier aus sind die Ränge auf der Steinfläche im Uhrzeigersinn angeordnet. Obwohl dieses System auf den ersten Blick sehr festgelegt erscheinen mag, ist es nicht so klar, da die Methode zum Wechseln der Ränge nicht immer mit der Kampfkraft neuer Mitglieder zu tun hat. Alle sieben Beinamen werden mit dem Titel Gott versehen, um ihre fast göttliche Macht im Vergleich zur restlichen Bevölkerung in der Welt von Mushoku Tensei zu kennzeichnen. Es wird gemunkelt, dass das Konzept der sieben großen Mächte von einer Figur namens Technikgott geschaffen wurde, der den höchsten Rang unter ihnen hat. Diese Figur stellt sich als der Drachengott Laplace heraus, der zwei Persönlichkeiten hat, die jeweils separate Positionen in den Ranglisten einnehmen. Während Laplaces Drachenhälfte der Technikgott ist, trägt seine Dämonenhälfte den Titel Dämonengott und belegt den vierten Rang in der Hierarchie. Es gibt auch das Gerücht, dass dieses System vom Technikgott geschaffen wurde, um ihm dabei zu helfen, mächtige Gegner zu finden und gegen sie natürlich zu kämpfen. Da der Technikgott selbst verschwunden ist, gibt es praktisch jetzt keine Möglichkeit für jemanden, seinen Platz zu übernehmen und den höchsten Rang für sich zu beanspruchen. Da alle sieben ursprünglichen Mitglieder am Krieg teilgenommen haben und einige von ihnen sogar während der blutigen Kämpfe ums Leben kamen, war das System lange Zeit bekannt. Allerdings, da einige der oberen Ränge als vermisst gemeldet wurden und die unteren Ränge im Laufe der Jahrhunderte regelmäßig die Plätze tauschten, gerieten die sieben Titel nach und nach in Vergessenheit. Nach dem Laplace-Krieg gab es große Zweifel, ob der Technikgott tatsächlich eine reale Person oder nur das Ergebnis einer Erfindung war. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass keine solche Person auch in den Jahren nach dem Krieg aufgetaucht ist, bis zum Beginn der Hauptgeschichte der Serie, die mehrere Jahrhunderte später spielt. Da das Konzept der sieben großen Mächte nach Laplaces Aufspaltung in zwei Persönlichkeiten entstand, gibt es keinen Platz für seine ursprüngliche Form als Dämonendrachenkönig und seine beiden Hälften haben stattdessen separate Ränge in der Hierarchie erhalten. Beginnen mit dem höchsten Rang des Technikgottes lauten die Namen der verbleibenden Mitglieder der aktuellen Inkarnation der sieben großen Mächte, einmal der Drachengott, der Kampfgott, der Dämonengott, der Todesgott, der Schwertgott und der Notgott. Viele dieser Figuren sind zum Zeitpunkt des Beginns der Serie hunderte, wenn nicht tausende von Jahren alt und haben ihren Rang unter diesen sieben seit der Einführung des Systems beibehalten. Wenn sie gegen die Mehrheit der Kämpfer in der Welt von Mushoku Tensei antreten, haben sie keine Chance besiegt zu werden, aufgrund der enormen Macht, die diese Figuren erreicht haben. Dies wird bereits zu Beginn der Geschichte deutlich, als der erste Vertreter der sieben großen Mächte, Orsted, der Drachengott, vorgestellt wird. Orsted wird während Rodeos Reise zurück in die Fitoa-Region nach dem Teleport-Zwischenfall auf den Dämonenkontinent zum ersten Mal getroffen und seine überwältigende Kraft war echt beängstigend. Der Unterschied in der Fähigkeit zwischen ihm und dem ganzen Dead-End-Team, einschließlich eines Kriegers so overpowered wie Ruijerd, ist offensichtlich und keiner von ihnen hat auch nur die geringste Chance gegen den zweitstärksten Krieger der Welt. Jeder Angriff gegen ihn war wirkungslos und er konnte Eris und Ruijerd leicht hintereinander ausschalten, ohne auch nur einen Kratzer zu bekommen. Rodeus selbst ist dabei fast gestorben und selbst sein mächtigster Angriff zur Zeit wurde leicht abgewehrt, obwohl Orsted bemerkte, dass Rodeus Fähigkeiten beeindruckend waren. Obwohl das System der sieben großen Mächte die stärksten Einzelpersonen der Welt erkennen soll, gibt es auch eine weitere Aufteilung zwischen den Rängen, die ihre wahre Bedeutung in umfassender Weise verdeutlicht. Die ersten vier Ränge werden als die oberen Ränge bezeichnet, während die verbleibenden drei als die unteren bekannt sind. Dies liegt daran, dass es einen krassen Unterschied in der Stärke zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Tatsächlich ist der Sprung in der Stärke vom fünften Rang, dem Todesgott, zum vierten Rang, dem Dämonengott, ziemlich groß. Die Ranglisten ändern sich nur, wenn ein aktuelles Mitglied besiegt oder stirbt, was die gegenwärtige Herausforderung beim ersten Rang darstellt.
da der Technikgott verschwunden ist und nicht tot ist und wenig bis gar keine Informationen über seinen Aufenthaltsort oder Status vorhanden sind, gibt es keinen klaren Weg, diesen Rang zu aktualisieren. Also, wie ihr seht, sind diese 7 Kämpfer eine sehr mysteriöse und overpowerte Gruppe von Menschen, wenn man sie noch Menschen nennen darf oder kann. Zusätzlich gibt es aber noch die wirklichen Götter, also heilige Wesen, die die ganze Welt von Mushoku Tensei kontrollieren, zu denen auch Hitogami gehört, wobei er das eigentlich nicht darf. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da, damit ich das sehen kann. Aber für heute war's das, bis zum nächsten Mal.